Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zu Deponia 3. Und zwar... Oh ja, hallo Rufus. Und zwar sind wir jetzt auf dem Organon-Kreuzer auf dem Weg zur Aufstiegsstation. Ein sehr schlimmes Wort. Und ich bin gerade dabei, Schubladenknopf. Oh, Schuhe. What? Okay. Ach, die kriegt man die auf so auf? Nö. Okay. Schuhe. Kletus Schuhe. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Alles klar. Okay. Huch. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. So. Liebe Freunde, wir sind jetzt an der ähnlichen Stelle. Der hat ja selber Plateauschuhe. Komischer Kerl, ey, echt. So, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir, was ist denn da? Wo ich als letztes stehen geblieben bin, genau. Obwohl. Och, Mann, ich hab's gerade ein bisschen. Wir sind gerade an der Stelle, wo demnächst der nächste Cut anfängt. Entschuldigung, bitte. Und, ich werde bis dahin spielen und dann, werde ich mal sehen, wie weit wir da kommen. So, wir machen Abdeckung. Nur eine Waschnische. Aber, hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Oh, jetzt ein Kaffee. Obwohl, ich muss nachher noch früh aufstehen, morgen. Kaffee. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbecher. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Ja, da ist mindestens ein Porzellanbecher, hallo. Okay, eine Waschnische. Ah, okay. Ach, was. Das ist ja cool, ein Waschbecken mit Kaffeeautomaten neben dran. Das ist doch obergeil, hallo. Okay, wir können uns mal mit der lieben Gülchen unterhalten. Gülchen. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Okay, was? Wie? Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Alles klar. Schlafen. Genau, das war ja noch das von der letzten Folge. Okay, wir haben hier einen Brieföffner. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, dem Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen. Du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Ohoho. Darf ich? Was? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Okay, ich meine, flirten kann er jetzt nicht so gut, aber egal. Okay, wir haben hier einen Schrank. Ich glaube, den haben wir auch schon aufgemacht. Trage ich heute mal Perlweiß oder lieber Schneeweiß? Also wirklich, für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt drei Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären. Also 1,2 Bosos. Anderthalb Bosos, alles klar. Knopf. Zu Ihren Diensten? Was? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen.
Sagten Sie, suchen nach Eindringlingen? Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Alles klar. Okay, Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay. Können wir nochmal was mit ihm besprechen? Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa... Nein, also... Na, Achso. Entschuldigen Sie, wenn Sie nicht so... Nein. Sekunde. Da gibt's noch eine andere Sache. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Okay. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Okay. Oh. Schlafen. Das Bett vorbereiten. Schlafen. Ah, schön. Oh, ich finde das toll. Mit Golden Army Elysium. Die Wache überlisten, okay. Schlafen. Ich finde das immer noch so super. Okay, wir haben hier einen Klimaschacht. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Können wir den abnehmen? Nee, zugeschraubt. Okay, wir haben doch hier einen Brieföffner. Das geht doch. Das könnte funktionieren. Oh. Komm wieder hin. What? Oh, ah! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Okay, Computerkern. Wow, was ist das alles? Terminals? Wow. Ah, okay, er weiß noch nicht, was das ist. Alles klar. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Ui, okay. Dann würde ich sagen, Pucki, dein Auftrag. So, und hier sind wir endlich an Bord des Organon-Kreuzers in Cletus und Golds Luxuskabine sozusagen. Der eigentliche Luxus besteht darin, dass sich das Bett automatisch ausfahren lässt. Ansonsten, ja, was kann ich hier sagen? Ich habe ein bisschen Angst, dass durch alles, was ich sage, ich hier so ein bisschen die romantische Szene zwischen Rufus und Cole ein bisschen zerstöre, weil die beiden haben ja tatsächlich im wachen Zustand nicht allzu viel Screentime, wie es beim Film heißt. Ich glaube, das lässt sich ja auch auf Computerspiele übertragen, da gibt es ja auch einen Screen. Und durch den guckt ihr gerade in diese romantische Szene und wenn ihr euch geschickt anstellt, dann gibt es gleich die Bettszene. Was? Bekomme ich doch glatt einen Frosch im Hals. Ja, genau. Es gibt eine Methode, wie man halt tatsächlich die Bettszene zwischen Rufus und Cole auslösen kann. Die USK, die hat sie nicht gefunden, deswegen sind wir auch nicht ab 18. Also gebt euch ein bisschen Mühe, denn wenn ihr die Bettszene getriggert habt, die versteckte, dann kriegt ihr als Achievement halt ein Item. Benutztes Kondom. Ein Item, mit dem man halt nachher auch den Leopardenmodus freischalten kann. Also, gebt euch Mühe. Ach, schön. Der Leopardenmodus. Ich hab da mal so ein bisschen recherchiert. Das erzähle ich, glaube ich, auch in der nächsten Folge, die dann hierauf folgt.
Wir müssen nämlich in den Computer kehren und die Kameras da dann, oder den Speicher dann löschen. Kleiner Spoiler schon mal vorweg. Aber den sogenannten Leopardenmodus, den gibt es leider nicht wirklich. Schade. Da liegt ein Fusselchen. Was ist das? Das sieht so aus wie so ein Stück abgefallen, aber egal. So. Klapp. Ah. Oh, Junge, das wird der Hammer. Yeah. Okay. Wir gehen mal zu Bett. Flupp. Oh, Goal. Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Flupp. Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Okay. Oh, in den Computerkern eindringen. Videoaufzeichnung löschen. Alles klar. Okay, das kriegen wir hin. So. Wir gehen da mal rein in den Schacht. Das muss der Computerkern sein. Okay. Oh, das muss der Computerkern sein. Irgendwie hatte ich mir den, weiß auch nicht, weniger funky vorgestellt. Alles klar. Von diesen Terminals aus müsste ich die Videoaufzeichnung löschen können. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Oh, das kriegen wir hin, mein lieber Rufus. Das von kriegen diesen wir hin. Aber dazu. Achso. Fußball. Okay. Hier bin ich jetzt, glaube ich, auch stehen geblieben. Also, liebe Freunde, viel Spaß. Kann ich da nochmal rein? Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich alles wieder so hingestellt, wie ich das vorher hatte. Und jetzt wünsche ich euch eigentlich nur noch viel Spaß bei den nächsten Folgen. Ich werde diese hier an die nächste Folge dran kleben und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Und zwar Deponia 3. Putzibot. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich. Macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Der wäre mal echt geil. Können wir da nochmal Kaffee drauf? Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Okay, schade. So. Ach ja. Ich hatte ja gesagt, in der letzten Folge, die ein bisschen länger her ist, ich hatte nämlich ein Problem mit dem Rechner. Also, warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Ah, okay. Pass auf, ich hatte eine kleine Schwierigkeit mit dem Rechner und dann, muss ich das komplette System nochmal neu aufsetzen und das hat ein bisschen gedauert und jetzt habe ich wieder alles so voneinander, wie ich das haben möchte. Und, eine Kleinigkeit noch, dieser sogenannte Leoparden-Modus, den es hier geben soll, angeblich hier geben soll, laut Pochi, den gibt es leider nicht. Ja, ich war genauso enttäuscht wie ihr. Ich habe mich da auch so ein bisschen drauf gesteift und gefragt so, ja, Pochi, warum erzählst du das dann, wenn das da nicht geht? Schrank. Trage ich heute mal Perlen, also wirklich. Da könnten ja glatt drei Zwerge haben. Das etwa 1,8, also 1,2 Bosos. Alles klar.
Schrank. Gut, machen wir mal wieder zu. Wir könnten den Knopf... Ah, zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay. Zu Ihren Diensten? Ja, Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Aha. Okay. Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. Alles klar. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Alles klar. Wir müssen anscheinend etwas anstellen. Kann ich vielleicht hier mit dem Buggy öffnen? Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Naja, du hast hier genauso viel Platz im Kostüm wie sonst auch. Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckt. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Alles klar. Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Okay. Der Idiot. Ich wollte schon wieder sagen. Wir haben doch jetzt die Möglichkeit... Ich behalte meine Sache, auch wenn ich... Okay, ich wollte gerade sagen, ginge das auch, aber nö. Landen wir uns in die Schublade. Plopp. Aha. Mal gucken. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Vielleicht klappt das. Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle! Schubladenknopf. Ob das klappt? Oh, geil! Hast du das gesehen, Gold? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Verdammt. Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Hey, okay. Wache überlisten. Okay, in den Computerkern eindringen, die Videoaufzeichnungen löschen und mit Goldeneye Elysium. Alles klar, da kriegen wir hin. Kaffeeautomat brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir machen mal die Schubslade dicht. Was passiert?
Lasst ihr mich jetzt raus? Nö. Was seid ihr nur für Menschen, dass ihr einen braven Beamten unter einem Lattenrost verrotten lasst? Schüttelreim, Mafia. Schön. Oh, schön. Das ist ja geil. Oh, klasse. Gut, dann geht's... Schüttelreim, Mafia. Dann geht's jetzt mal auf zu den drei Fragezeichen. Justus, Peter und Bob. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Okay. Man hört im Hintergrund immer noch Golds Geschreibsel. Alles klar. Können wir uns hier ein bisschen umsehen? Ah, okay, das ist ein anderer Screen. Also verschiebt sich das Bild nicht. Alles klar. Pucki, dein Einsatz. Ich hab's eben gerade schon zu meinen Kollegen hier gesagt, ich bin ja ein Arsch. Ich bin ja, manchmal bin ich auch einfach ein Arsch. Besonders dann, wenn es darum geht, dass ich halt Hintergrundzeichnern 6 Screens als ein Screen verkaufe. Im Endeffekt doch 6 Screens machen müssen. Abgerechnet wird nur einer. Und dann, also für diesen Screen hier und alle nachfolgenden, die werde ich jetzt nicht alle nochmal einzeln kommentieren, das könnt ihr euch sowas von der Backe kratzen. Arsch. Da hasst mich auch der Alex, einer meiner Skripter hier aus dem Kernteam von Deponia und von Harveys Neue Augen auch schon. Der Alex, der Russe, der musste hier in kürzester Zeit, weil diese Hintergründe mit als letztes fertig geworden sind, und die Animation dazu entsprechend auch erst später, musste er halt die Logik hinter diesem kleinen Labyrinth-Rätsel, das euch jetzt hier erwartet, skripten. Und da gab es so unendlich viele Zustände zu beachten. Und andauernd musste er wieder zu den Grafikern rennen, weil ihm aufgefallen ist, dass es doch noch eine Animation mehr zu machen gab, weil die halt theoretisch auch möglich ist. Dabei ist das Rätsel so einfach und so logisch. Ich mochte es. Ja, ich glaube, mittlerweile mögen wir uns auch wieder. Also er spricht zumindest wieder mit mir und bewirft mich auch nicht mit spitzen Steinen. Also, alles gut, oder? Ja, wir werden mal sehen. Alles klar, gehen wir mal hier hin. Oh nein, durch die Tür. Oh nein. Okay, durch die Tür, was passiert da? Oh. Nanu. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Oh nein, jetzt wird's so ein Benny Hill Ding. Okay, hier ist nichts. Ja, hier ist nichts. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Okay. Nein. Da lang? Hier links? Wir gucken uns einfach mal alles an. Keine Frage. Ich muss mir... Ja? Wir gucken einfach... Was? Okay. Über die Brücke. Nein, nicht durch die Tür. Wir wollen hier den Gang entlang. Ah, das wird jetzt so ein Benny Hill Ding. Alles klar. Es gibt ja so ein schönes Rätsel, das man eigentlich, glaube ich, relativ easy hinkriegt. Flatsch. So. So, da ist der kleine Robby-Mann. Der kleine Putzibot. Und er hat ein Getränkehalter. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Kann ich den jetzt noch anstechen? Ja. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphael Rubrand, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Rubrand. Ach, schön. Oh, so einen hätte ich aber auch. Der ist nie... Ja. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Blim, 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 blim. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal in die Kabine zurück und dann geht der wahrscheinlich auf Tour. Mal gucken, was passiert. Ach nee, Na, Putzi.
sauber. Nein! Klopp, was? Hä? Abi, was? Oh nein, was? Von hier oben wird das nicht. Nein! Och nö! Putzibot, Annie! Ich hab doch hier einen Kaffeeautomaten. Ich bin ein Idiot. Okay. Herr mit dem Kaffee. Okay. Kaffee und auf die Fußmatte. Platsch. Schön. So, hoffentlich habe ich Glück und er... versaut mir jetzt nicht die Tour, indem er wieder zurückfährt. Da lang? Hey! Ich wollte sagen... Hey, was tust du da? Okay, durch die Tür. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Nein. Was? Über die Brücke. Gang entlang. Okay. Flatsch. Okay. Da hat er wieder Kaffee. So, der kleine Kerl kriegt jetzt mal... Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Okay. Kann ich den Putzi vielleicht... Nicht doch. Das ist ein Kunstwerk. Da darf man nicht dran rumpopeln. Okay. Gut, der hat jetzt nochmal Kaffee. Wir haben hier auch nochmal Kaffee. Ich meine, mehr gibt's hier ja nicht. So, und der kleine Kerl rattert jetzt los. Ja, Kollege, das kennen wir doch schon. Oh, ich kann's auch nicht abbringen. Okay. Sein Kaffee ist alle. Da will ich lieber mal was nachfüllen. Flatsch. Okay. Yes. Okay. Hier über die Brücke. Den Gang entlang. Yes, alles klar. Und zu den drei Fragezeichen. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Zum Computerkern. Yes! Oh, geil! Na endlich. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich hab Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay. Darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Sicherheitssystemen. War ich das? Es ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Ja, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der Fotogenere von uns beiden. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlang läufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Yay, mit funky Music. Anleitung. Rufus muss die Kameras ablenken, wenn er
dicht an ihnen vorbeigeht, kann ihr Goal freie Bahn verschaffen. Alles klar. Dabei kann Rufus immer nur die direkt angrenzenden Felder betreten. Sprich Goal an, sobald der Weg zum markierten Terminal frei ist. Tipp gefällig. Rufus kann die Kameras auch... Oh, sie hat sich die Haare gemacht. Auch dann noch bewegen, während Goal schon am Laufen ist. Alles klar, okay. Nö. Okay. Nö. Ah, okay. Okay, da ist die blaue. Ich muss die blaue und die grüne da wegkriegen. Nö. Ja, nee. Okay. Und was ist... Ah, okay. Ah, da ist sie. Nö. Also, oh. Oh Gott. Wieder zurück. Ah, okay. Nö. So. Nein. Jetzt muss ich nur noch die gelbe da wegkriegen. Boah, halt die Fresse. Ah, okay. Jetzt habe ich das Prinzip der Kameras verstanden. Paul, jetzt! Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Okay, irgendwie muss ich das hier, schätze ich mal, irgendwie ausschalten. Ich kann noch nirgendwo hin. Nö. Nein. Ja, jetzt. Paul, jetzt. Ah, alles klar. Oh Gott, jetzt muss ich auf die andere Seite. Was? Okay. Oh Gott. Gehen wir mal einen runter. Und dann wieder zurück. Mal gucken, was die macht. Okay. Gehen wir die gelbe hier nochmal? Okay, so. Nö. Nein, ja, alles gut. Jetzt muss ich die blaue nur noch ablenken. Alles klar. Oh, das gehen wir hin.